Ein Stationszimmer im Malteser Waldkrankenhaus in Erlangen. Ahmed Rabed aus Monastir in Tunesien arbeitet hier als Pflegefachkraft. In seiner Heimat ist Pflege ein akademischer Studiengang. Der 32-Jährige hat bereits an tunesischen Kliniken gearbeitet, bevor er sich vor einem Jahr entschied, nach Erlangen zu gehen. Möchten Sie bleiben? Na, freilich ja. Ja, also, das gefällt mir so jetzt. Linda Bayrem kam zur selben Zeit auch aus Monastir. Die beiden gehören zu einer Gruppe von inzwischen 30 tunesischen Pflegekräften, die im Erlanger Waldkrankenhaus arbeiten. Nach der Corona-Pandemie seien viele heimische Fachkräfte aus dem Beruf ausgestiegen, so der Pflegedirektor. Deswegen haben wir einen Schritt gewagt, ins Ausland zu gehen. Haben da erst in Osteuropa versucht und sind dann nach Tunesien gekommen, haben da über einen vertrauensvollen Vermittler, der selber Krankenpfleger in Erlangen war, gute Erfahrungen gemacht. Eingestellt werden nur ausgebildete Pflegekräfte, die gut Deutsch sprechen. Die Agentur des tunesischen Vermittlers wählt sie aus und organisiert Online-Vorstellungsgespräche, die der Erlanger Pflegedirektor auf Deutsch führt. Weil sich im Freundeskreis der Tunesier herumspricht, dass das Waldkrankenhaus Neuankömmlingen viel Unterstützung bietet, gibt es inzwischen sogar mehr Interessenten, als genommen werden können. Das Ziel ist, dass wir hier nicht nur Lücken schließen, sondern dass hier auch die Mitarbeiter aus dem Ausland länger bleiben, dass sie hier eine neue Heimat finden. Darüber hinaus bekommt das Waldkrankenhaus den Nachwuchs aus der eigenen Pflegeschule. 175 Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt absolvieren hier die Ausbildung zur Pflegefachkraft. Voraussetzung: gute Sprachkenntnisse. Ich komme aus der Mongolei. Ich habe vor meiner Ausbildung in Heiligenstadt freiwilliges soziales Jahr gemacht im Altenheim. Und meine Freundin hat sich da im Malteser Waldkrankenhaus beworben und sie hat es mir auch empfohlen. Also wir haben einen zusätzlichen Kurs jedes Jahr, haben die Schülerzahlen mehr als verdoppelt und haben jetzt auch für unseren Aprilkurs schon alle Plätze voll und können uns jetzt nicht beklagen. Die Schulleiterin organisiert gemeinsam mit den angehenden Fachkräften Ausflüge oder Feste und unterstützt bei Problemen. Über soziale Medien verbreitet sich schnell im Freundeskreis, dass hier die Einbindung in die Schul- und Krankenhausfamilie stimmt. Für den Pflegedirektor kam eine Fachkräfteanwerbung über die Bundesagentur für Arbeit nie in Frage. Für uns ist es auf jeden Fall der richtige Weg gewesen, weil das andere uns zu bürokratisch erschien und zu kostspielig und alles viel zu lang gedauert hätte. Wenn es dann mal von der Bundesregierung mehr Unterstützung gibt und das Ganze etablierter ist, würden wir uns freuen. So lange holt er seine ausländischen Pflegekräfte in Eigenregie.